ich bin, ich bin ja lecker, lecker. Zitrone, ne? Wenn Zitrone. Wenn du mir mit Zitroneneis um die Ecke kommst, ich lasse alles stehen und liegen. Bin sofort, ich bin wirklich. Ich habe gestern auch gedacht, als ich hörte, wir haben einen Beitrag über Vanilleeis. Das ist so das langweiligste. Das ist so ein Beilageeis. Ja. Da kommt so die eine Kugel zum Apfelstrudel, zum, weiß nicht, rote Grütze oder so. Ja, hab die Zuschauer gefragt, womit pimpt ihr euer Vanilleeis, damit es ein bisschen geiler wird? Ja. Die Top 3 Antworten waren heiße Himbeeren, heiße Kirschen in dem Fall, ja, Kirschen, war Platz 2. Ja. Schokostreusel. Schokosoße kam auf Platz 3. Eierlikör. Eierlikör. Ah, haben wir gegessen. Haben wir gegessen, Leute, in Ilmenau abends. Unser Team, ich war ja unterwegs. Habt ihr Eierlikör gegessen? Haben wir, haben wir Eis mit Eierlikör gegessen. Kam so oft, hatte ich nicht auf dem Schirm, ist ein Klassiker. Und weißt du, was das Gute ist? Keiner sieht, dass du den Alkohol auf dem Eis hast, weil es ja gelb und gelb. Gelb auf gelb, genau. Gelb auf gelb. Ein paar Vorschläge muss ich aber euch mitteilen, weil die so krass waren. Chiliflocken. Ja. Vanilleeis, Chili. Ja. Ist so ein moderner. Kürbiskernöl hat man mal bei Insta stundenlang, dass alle sich Kürbiskernöl drauf. Orangensaft. Ja, kann ich mir vorstellen. Zerbröselte Salzbrezel, finde ich, klingt schon wieder geil. Kaffeepulver. Dass du dir. Na doch, du machst ja in den Eiskaffee auch Vanilleeis. Vanilleeis, ne? Machst du ja auch. Zwei Kugeln Vanilleeis. Hängt dir das dann nicht zwischen den Zähnen? Ja, kannst du ja Zähne putzen danach. Das ist ja nicht schlimm. Wir werden es ausprobieren. Für den Moment. Wenn nicht heute, dann morgen. Aber nicht heute. Wenn wir noch Vanilleeis bekommen, haue ich da auch Kaffeepulver drauf. So, hat irgendjemand hier eine Möglichkeit einzukaufen? Hätte auch vorbereitet in die Sendung gehen können. Ich habe gestern erst, da haben die Geschäfte zugehabt. Ach so, Sonntag, wenn die Ideen kommen, haben die Geschäfte zu. Ja. Wir reden den ganzen Morgen über Vanilleeis und haben doch nicht einmal reingebissen ins Vanilleeis. Ja. Ich habe ja gesagt, für mich ist Vanilleeis so das langweiligste, was man machen kann, ein Beilageneis. Ja. Dazu brauchst du was. Und wir haben die Zuschauer gefragt, die meisten haben gesagt Eierlikör, Schokosoße, Schokostreusel oder halt so Erdbeeren, Kirschen. Heiße aber. Wenn man die Zeit hat, auch heiße. Das war ja früher noch so bei uns, Haus Sürenhagen. Schöne Grüße an dieser Stelle, da hieß es heiße Liebe. So, und die drei krassesten Vorschläge oder Inspirationen von den Zuschauern waren Chiliflocken. Oder wollt ihr richtige Flocken? Nee. Kaffeepulver. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Weil das gibt es ja auch in Eis. Oder Instant-Kaffee. Also jeder muss eins probieren. Können wir jetzt probieren einfach? Du machst Chili? Den Chili? Na, ich will das mal wissen. Instant. Ich will das mal wissen, wie das schmeckt. Aber ist das scharf jetzt, das Chili? Oder ist das so ein mittelscharfes Chili? Das ist Chili-Chili. Natürlich ist das scharf. Ich will versuchen, wie das schmeckt. Ich bin hier, wie viel kann ich denn da nehmen? Aber ich habe doch nachher alles zwischen den Zähnen bei Kaffee, oder? Also, ich mache den Kaffeetest. Das Kaffee ist doch löslich. Das hast du doch nicht zwischen den Zähnen. Oh. Ist aber geil. Ist geil. Alter, das ist aber richtig scharf. Das ist gar nichts. Nee, ist nichts. Aber mit Kaffee ist schön. Das schmeckt tatsächlich wie ein Eiskaffee. Ah. Aber halt. Hast du Wasser? Nein, Alter, mach Wasser, um Gottes Willen. Oder Milch oder was man da trinkt. Oh Gott, ich bin ja so scharf empfindlich. Ich wollte auch das probieren. Du meinst, ich soll es nicht mal mehr probieren? Gott. Vielleicht so eine ganz kleine Ecke Chili? Ich möchte es aber auch probieren. Wir haben auch irgendwo Flocken. Wo hatte ich die denn? Hier. So schlimm ist das gar nicht. Ich habe ein bisschen was gegessen. Er spielt ein bisschen. Er spielt ein bisschen. Er tut wieder nur so. Ich mache jetzt ein bisschen Chiliflocken. Nein. Nee, ist wirklich scharf. Nee, ich würde jetzt im Frühstücksfernsehen mich hier nicht hinsetzen. Ich frage mich, wie kommt man darauf? Aber Kaffeepulver ist gut. Aber im Nachgang, du stimmt, ist es scharf mit dem Chili. Mhm. Ich habe auch erst ein bisschen im Nachgang. Wenn ich zum Thailänder essen gehe, dann wenn der nur eine Peperoni auf der Karte hat, weißt du, dahinter, dann bin ich schon raus. Aber Leute, das mit dem Kaffee ist eine gute Idee. Kaffee ist eine gute Idee. Das richtig, Kaffeepulver finde ich auch schön. Macht es einen Unterschied, ob Instant oder normal? Lecker. Ich habe Instant, ist super. Instant ist super. Machen Sie es, guten Appetit, schöne, schöne heiße Woche. Schöne Ferien. Heiße, zweit heiße Liebe. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.